ich stecke das blaue Kabel das Trafo hin. Dann führe ich es zum Verbraucher. Stecke es an den Verbraucher so hinein. Dann nehme ich das gelbe Kabel und führe es zum zweiten Verbraucher. Okay. Führe es aber dann hier hin. Jetzt ist der Stromkreis geschlossen. Aber wenn ich eins rausdrehe, leuchtet das andere weiter. Wenn ich jetzt reindrehe, leuchten beide wieder. Also ich nehme ein Kabel, stecke es an der Batterie an. Dann nehme ich den Schalter und stecke es an. Dann nehme ich noch ein Kabel, stecke es am Schalter an, dann am Ventilator, und dann wieder an der Batterie. Und jetzt geht er. Ich schließe das weiße Kabel an den Verbraucher an und einen zweiten. Dann schließe ich einen Schalter an. Den hänge ich zusammen. Dann noch einen Verbraucher. Dann hänge ich das bei der Batterie an. Dann kann ich es aus- und einschalten. Ich nehme das gelbe Kabel, stecke es in die Batterie hinein, in den Minuspult. Dann nehme ich den Schalter und stecke das gelbe Kabel in den Schalter. Dann stecke ich das Kabel wieder in den Schalter hinein. Dann stecke es in den Piepser. Dann nehme ich das rote Kabel. Stecke es wieder in den Pieps und dann nehme ich das gelbe Kabel. Ich stecke es in den Pluspol und dann